Herr Oberbürgermeister, Sie haben vor einem Jahr am 21. Oktober 2015 Ihren ersten Arbeitstag gehabt. Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Zeit für eine erste Bilanz. Wie waren Ihre Schwerpunkte? Es war ein spannendes Jahr, es war ein sehr ereignisreiches Jahr, es war auch ein sehr arbeitsames Jahr, aber ich meine schon sagen zu können, ja, wir haben eine Menge geschafft in Krefeld. Und die Dinge, die besonders im Vordergrund gestanden haben, waren für mich die Haushaltssanierung schreitet voran. Wir haben in Krefeld einen soliden Haushalt und das Ziel, 2020 zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen, rückt immer näher. Wir haben in der Bewältigung der Flüchtlingskrise Großartiges geleistet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in Krefeld, die sich zu Hunderten um die Menschen gekümmert haben. Wir sind dort, wenn man sieht, wie viele Menschen hierher gekommen sind, auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Wir haben parallel dazu die größte Verwaltungsreform in der Geschichte der Stadt Krefeld auf den Weg gebracht. Ein immenser Aufgabenberg, der abgearbeitet werden muss, der aber dem Ziel dient, dass wir unsere Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger besser, effizienter, wirtschaftlicher erbringen. Und was mir persönlich ganz besonders wichtig ist, dass wir große Vorhaben auf den Weg gebracht haben, um in den nächsten Jahren 90 Millionen Euro in unsere Schulen zu investieren und 40 Millionen in den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. Das ist ein Kraftakt schon in der Vorbereitung gewesen und deutet an, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Aber ich glaube, dass diese erste Bilanz nach einem Jahr sich durchaus sehen lassen kann, dass die wichtigen Themen für Krefeld angepackt, auf den Weg gebracht sind und dass Krefeld sich in die richtige Richtung entwickelt. Jetzt sind Stand heute noch Geflüchtete in Krefeld in Sporthallen untergebracht. Wie ist die Perspektive für diese Menschen? Die Flüchtlingsunterbringung war ja eine der ganz großen Herausforderungen in den letzten Monaten. Das hat mich in meinem Amt auch tief bewegt in der Zeit. Wir haben anfangs große Probleme gehabt, die Leute unterzubringen. Das war eine brenzliche Situation. Es ist durch die Wohnungsoffensive, die wir nach meinem Amtsantritt hier an den Tag gelegt haben, zwar gelungen, nicht noch weitere Turnhallen in Beschlag nehmen zu müssen, aber wir hatten ja bereits eine ganze Reihe Turnhallen in Krefeld schon vor meinem Amtsantritt in Beschlag. Und ich bin froh, dass in der Folge dieser Wohnungsoffensive, dass wir heute doppelt so viele Menschen schon in Wohnungen unterbringen können wie vor einem Jahr, wir jetzt auch in die Situation kommen zu sagen, ja, wir können die Turnhallen wieder freigeben. Wir werden im Laufe des Novembers die Flüchtlinge, die jetzt noch in den Turnhallen sind, an anderen Orten unterbringen können. Auch zum Vorteil dieser Menschen, weil das bessere Unterbringungsmöglichkeiten sind als jetzt in den Turnhallen. Und werden dann mit Handwerkern die Turnhallen wieder herrichten, sodass sie bald dem Schulsport und dem Vereinssport wieder zugeführt werden können. Und das kann ich wirklich nur mit dem allergrößten Dank an die Schulen, aber vor allem auch an die Sportvereine sagen. Die haben Großartiges geleistet. Wenn ich sehe, wie die Sportlerinnen und Sportler in Krefeld zusammengerückt sind in dieser für sie schwierigen Situation mit dem Wegfall von vielen Trainingszeiten, von Hallenzeiten. Das war schon beeindruckend. Da gab es nie ein öffentliches Klagen. Man hat in den Sportvereinen immer gesehen, Mensch, denjenigen, die jetzt in den Hallen leben, denen geht es noch viel schlechter als uns, die wir vielleicht auf ein bisschen Trainingszeit verzichten müssen. Trotzdem muss man sehen, dass das kein Dauerzustand sein kann. Man kann sagen, der Krefelder Sport hat da wirklich Fair Play im allerbesten Sinne auch gegenüber der Stadt und vor allem der Geflüchteten an den Tag gelegt. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn diese Zeit jetzt in Kürze zu Ende ist und die Hallen wieder genutzt werden können. Ich glaube schon, dass wir da auf einem guten Weg jetzt sind für den Sport, aber auch für die Flüchtlinge. Die Neuorganisation unserer Ausländerverwaltung war ein weiterer Schwerpunkt, ein Arbeitsschwerpunkt. Wie ist der Stand jetzt dort? Wir sehen ja, wenn man durch Krefeld geht, dass wir eine internationale Stadt sind. Unglaublich viele Menschen haben ihre kulturellen Wurzeln in anderen Ländern, in anderen Kulturen. Und ich finde, das Zusammenleben in Krefeld, das klappt unter dem Strich ganz gut. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Baustellen, die da noch bearbeitet werden müssen. Es reicht mir nicht zu sagen, das ist alles ganz schön und ganz gut und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man muss auch den Herausforderungen sich stellen. Und ich meine, dass unsere Stadtverwaltung sich besser aufstellen muss. Und deswegen haben wir eine große Organisationsveränderung in dem Bereich vorgesehen. Wir wollen besser werden, was die Bearbeitung von Migration und Integration angeht. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause haben sich auf den Weg gemacht, die besten Ideen miteinander zu diskutieren.
Wir arbeiten jetzt schon an den Feinheiten. Wir werden aber nochmal die Bürgerinnen und Bürger, die im Bereich der Migration, der Flüchtlingshilfe, die Migranten selber einladen, sich zu beteiligen, in einem Expertenhearing uns nochmal Dinge mit auf den Weg zu geben, die wichtig für uns sind, damit wir gute Organisationsentscheidungen hier in der Verwaltung treffen können. Und dann gehe ich davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres die finalen Entscheidungen treffen, in die Umsetzung kommen und dann auch einen ganz großen Schritt in Richtung einer modernen Großstadtverwaltung gehen werden. Sie haben Investitionen auch im Bereich der Schulen, im Bereich unserer Bildungslandschaft angekündigt. Was ist da vorgesehen? Die Bildungslandschaft in Krefeld unterliegt ja schon fast dramatischen Veränderungsprozessen. Das ist im ganzen Land in Nordrhein-Westfalen so. Und für uns bedeutet das in den Kommunen, dass wir unsere Aufgabe anpassen müssen, dass wir damit gut umgehen müssen. Das heißt zum Beispiel, dass die Hauptschulen, die wir in Krefeld hatten, jetzt alle auslaufen. Es gibt keine Hauptschule mehr in Krefeld, die Kinder neu aufnimmt. Stattdessen entstehen aber neue Gesamtschulen aus bestehenden Real- und Hauptschulen heraus. Das klingt jetzt erstmal recht einfach, hat aber große Konsequenzen, was die Schulgebäude angeht. Man braucht andere Fachräume, die Schulen werden größer, es werden Oberstufen eingerichtet, wo es bisher keine Oberstufen in den Schulen gab. Das ist ein großer Planungsaufwand und das ist auch ein richtig großer Finanzaufwand. In der Vergangenheit sind zwar die Richtungsentscheidungen getroffen worden, sie sind aber nicht finanziell untermauert worden. Das ist aber jetzt passiert. Die Investitionen für die 4. und für die 5. Gesamtschule in Krefeld stehen im Haushalt drin. Ganz, ganz wichtig, damit die Kinder, die in diese Schulen jetzt neu gehen, dort auch die bestmöglichen Bildungserfolge für sich erzielen können, damit auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Das ist eine große Aufgabe. Wir wollen aber auch den Sanierungsstau, den es in den anderen Schulen gibt, auflösen. Wir haben gerade im Bereich des Sanitären teilweise dramatische Zustände. Das kann so nicht bleiben. Deshalb fließen in den nächsten Jahren alleine an kommunalen Mitteln 58 Millionen Euro in den Umbau, Neubau und die Sanierung der Schulgebäude. Dazu kommen noch 30 Millionen, die das Land in Aussicht gestellt hat über ein Programm, das sich Gute Schule 2020 nennt. Ich habe den Ehrgeiz zu sagen, dieses Geld werden wir nicht zurückgeben, sondern wir brauchen es für die Kinder hier in Krefeld vor Ort und werden alles tun, um dieses Geld sinnvoll in den Schulen, im Schulsport und in allen Fragen, die damit zu tun haben, unterzubringen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg und ist auch konsequent das, was ich immer vertreten habe. Bildung ist die zentrale Zukunftsaufgabe und das ist eben nicht nur, wenn man beim Schulfest auf dem Rednerpult auf dem Schulhof steht und den Leuten sagt, Bildung ist unglaublich wichtig, sondern Bildung muss auch dann wichtig sein, wenn man die harten Finanzentscheidungen trifft. Den Vorschlag habe ich dem Stadtrat gemacht und ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat das auch kein bisschen anders sehen. In der Krefelder Innenstadt sind zahlreiche Investitionen schon begonnen, weitere Investitionen folgen. Ist die Innenstadt ein Motor für die Gesamtstadt? Wie ist die Entwicklung und wie kann die Stadt auch diese Entwicklung weiter fördern? Naja, wenn Gäste von außen kommen, kommen sie meistens als erstes in die Innenstadt. Von daher ist sie Visitenkarte der Stadt, gar keine Frage. Und auch die Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen kommen ja zu vielen zentralen Dingen, zum Einkaufen, aber kulturelle Gründe, Gastronomie und so weiter, gerne in die Innenstadt. Von daher braucht man natürlich eine ordentliche Innenstadt. Es hat in den letzten Jahren schon eine Entwicklung in die richtige Richtung gegeben, wie ich finde. Es sind wichtige Investitionen in der Innenstadt vorgenommen worden. Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe von nicht erledigten Baustellen, insbesondere der Theaterplatz und das Seidenweberhaus ist die ganz große Herausforderung für die Zukunft. Aber es gibt auch im privaten Bereich noch Projekte, die angestoßen sind, die von der Stadtverwaltung begleitet werden müssen. Ich nenne nur beispielhaft den Umbauprozess rund um den Schwanenmarkt. Was dort passiert, das ist eine große Herausforderung. Was wir städtischerseits machen, ist das Augenmerk auf die Quartiere, auf die Platzentwicklungen zu legen, weil ich der festen Überzeugung bin, die Menschen brauchen Orte, wo sie sich begegnen können in der Stadt. Wir brauchen eine bessere Aufenthaltsqualität und deswegen ist das Abarbeiten dieser Punkte jetzt der nächste Schritt, den wir in den nächsten Jahren gehen werden. Gibt es so etwas wie eine veränderte Stimmung in der Stadt? Nehmen die Krefelder ihre Stadt anders wahr als vielleicht in der Vergangenheit? Wenn ich durch Krefeld gehe und mit den Bürgerinnen und Bürgern spreche, und das tue ich häufig und das tue ich gerne, ich versuche viel am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, nicht etwa, weil ich Langeweile hätte, sondern weil das für mich die beste Gelegenheit ist, mit denjenigen zusammenzukommen, die in der Stadt etwas bewegen. Und wenn ich den Leuten dann zuhöre, dann stelle ich fest, dass sie zunehmend den Eindruck haben, ja, hier in Krefeld passiert was, hier geht was. Wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung
die Leute haben die Renovierung, die Sanierung, den Umbau des Kaiser-Wilhelm-Museums angenommen haben. Wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung beim Steigerfest in Uerdingen sich die Leute über die Rheinlage Krefelds freuen und wie schön der Rheindeich gelungen ist, wenn ich die Leute da erlebe, dann merke ich, ja, entgegen dem, was man in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen hat, die Krefelder machen zunehmend einen geraden Rücken und sagen, ja, diese Samt- und Seidenstadt, die kann was, die ist toll. Und das soll gar nicht den Blick verstellen, dass wir auch noch eine Menge Dinge zu tun haben, dass es viele, viele Dinge gibt, an denen wir arbeiten müssen. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass man dann viel besser erfolgreich die Stadt nach vorne bringen kann, wenn man auch sich der Erfolge bewusst ist. Denn diese Erfolge, die machen auch Lust auf mehr und dann ist man kreativer, dann ist man besser. Und ich stelle fest, ja, die Leute werden da immer bewusster. Krefelderinnen und Krefelder werden selbstbewusster. Sie stellen fest, die Stadt ist im Aufbruch und sie wollen mitmachen, sie wollen daran teilhaben. Und das ist für mich ein guter Ausblick auf die nächsten Jahre. Vielleicht abschließend, der Wirtschaftsstandort Krefeld, Ansiedlungen und auch Betriebsvergrößerungen sind wichtig für den Krefelder Standort, für den Arbeitsmarkt. Auch wie war da die Bilanz in den vergangenen Monaten und wie ist der Ausblick? Wir haben auf der kommunalen Seite ein richtig, richtig gutes Jahr 2016, das ja noch läuft, das noch gar nicht abgeschlossen ist. Wir haben einen Rekordverkauf an Gewerbeflächen durch unsere städtische Grundstücksgesellschaft, deren Aufsichtsratsvorsitzender ich auch bin. Das ist das bezogen auf Flächenverkäufe beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte. Also wirklich ein richtig großer Wurf. 70.000 Quadratmeter Gewerbeflächen sind bereits verkauft. Aber das ist ja eine sehr abstrakte Zahl, 70.000 Quadratmeter Gewerbeflächen. Für mich ist entscheidend, dass in den Unternehmen, die sich auf diesen 70.000 Quadratmetern ansiedeln, werden Hunderte von Krefelderinnen und Krefelder Arbeit finden. Und zwar überwiegend gute Arbeit, gute sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Und das ist ja das, was für die Stadt so wichtig ist, dass die Menschen hier nicht nur gut leben können, sondern dass sie auch in Krefeld Arbeitsplätze finden. Und Unternehmen, die sich am Standort engagieren, die vielleicht auch eine soziale Verantwortung über die Unternehmensgrenzen hinaus übernehmen, mitmachen wollen in der Stadt. Das führt auch dazu, dass Geld in der Stadt hängen bleibt, was wir brauchen, um es in Schulen, in Plätze zu investieren, um Schlaglöcher in Straßen zu schließen. Das kostet ja alles Geld. Dieses Geld muss auch irgendwo verdient werden. Und deswegen lohnt es sich, um jeden Arbeitsplatz und um jedes Unternehmen in Krefeld zu kämpfen. Ich kümmere mich an vielen Stellen auch persönlich darum, dass es für die Unternehmen nach vorne geht, weil auch das aus meiner Sicht die ganz zentrale Aufgabe ist, um die Stadt auch für die Zukunft am Laufen zu halten. Jetzt sind Sie 365 Tage und eine wenige Tage mehr Oberbürgermeister dieser Stadt. Rückblickend und vielleicht ausblickend, wie war dieses erste Jahr für Sie, auch persönlich? Das war für mich persönlich ein total spannendes, aufregendes Jahr. Viele Dinge sind gut gelungen und dann freut man sich, wenn man viel gearbeitet hat und dann gute Ergebnisse dabei rauskommen, dann ist das für einen selber gut, aber wissen Sie, ich freue mich einfach, wenn ich sehe, wie die Dinge gelingen, wie sie nach vorne gehen, wie wir auch hier im Hause mit den Beschäftigten einen guten Umgang miteinander haben, neues Vertrauen wächst und die Leute zusammen Spaß haben, die Aufgaben in die Zukunft zu bringen. Und das färbt natürlich auf mich auch ab und ich versuche auf andere abzufärben, indem ich sage, ja Mensch, hier ist aber noch eine Menge zu tun, also lasst uns anpacken, lasst uns zusammen auch in den nächsten Jahren gut für die Stadt arbeiten. Dann macht das hier allen mehr Spaß und mir persönlich in meinem Amt natürlich auch. Vielen Dank.